Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Wars Jedi Fallen Order. Kannst du wieder ein bisschen Dankeschön. In der letzten Folge haben wir einen vermeintlichen Inder getötet. Eigentlich eine riesengroße, relativ flauschig aussehende Fledermaus. Ach, meine Fresse, ich hab mich einfach wirklich beschäftigt. Wir sehen an. Tod. Tod. Sterb. Nein, du Fresse. Tschüss. Du lebst noch. Es hat nicht so gut funktioniert, Hass. Hm? Ich muss jetzt. Ich kann da ja vorne durch. Naja, hier kann ich durch. Hab ich doch mal aufgemacht. Und dann kann ich jetzt die Wand hochklettern, wo ich runtergefallen bin. Oh, was geht hier? Interagieren. Ne, Lichtschwerthülse. Ich werde einfach nochmal Lichtschwert bearbeiten, oder was? Da ich jetzt ein Doppellichtschwert habe, mache ich es mal ein bisschen kürzer, denke ich mal. Das finde ich besser. Das wie so eine Ziehharmonika, na egal, das noch. Wir machen das so, wir nehmen das hier und nehmen das hier. Oh, ich komme wieder runter. Wer denkt sich eigentlich diesen Namen aus? Bronzium, Osmiridium, Donium, Dolovit. Heisianischer Schmelz, ich habe Schmerz gelesen. Sylvianisches Eisen, okay, das geht noch. Aurodium, oder gibt es das nicht? Also, ich weiß nicht, also Legierungsmetalle gibt es nicht auch, aber. Ja, lass mal die Farbe einfach so, oh mein Gott, ist ja scheißegal. Nimm das Ding wieder mit und gut ist. Ja, ist gut jetzt. Die Farbe ist immer noch die gleiche, du Experte. Hab ich dich schon mal runtergeschmissen? Ich glaube schon, ja. Krabbel, krabbel, krabbel. Ich bin Spider-Man. Schon wieder. Muss das Grab sein. Lern ich wieder irgendwas Neues? Ja. Sehr spannend. Immer das war. Es ist weg. Was war? Seine Wand. Was? Oh, ich puste ein bisschen Angst mit Krone. Was meinst du denn damit? Zwei Punkte, okay, damit kann ich eigentlich fast alles lernen. Höre Reifweite vom Licht, ja. Stimmt, der Lichtschwerwurf kann ich jetzt ja. Mir geht's übrigens wieder halbwegs gut, falls irgendjemand sich für meine Gesundheit interessiert. Also mein Halsschmerz ist zwar auch da, aber sonst, lul. Oh, ein Holochron. Und so Trainingsdroiden, oder? Das sind noch so Trainingsdroiden wie in Episode 4. Das ist kein so tolles Zimmer. Sieht aus wie ein imperiales Schiff. Hey, you. Lust auf eine Revanche später? Ja, jederzeit. Klingt gut. Gehst du zum Training? Immer. Okay, dann sehen wir uns später. Tschüss. Tschüss, Knimmer. Du solltest dich beeilen, Kerl. Jaro hat nicht viel Geduld. Ich bin froh, wenn ich hier wegkomme. Wir verlassen Bracca? Könnte sein. Mach ihm keine falschen Hoffnungen mit solchen Gerüchten. Schon okay. Ich glaube, sobald's Meister T'Pol sagt. Apropos deinen Meister. Ja, ich gehe besser. Nein, ich quatsche erst jeden an. Master T'Pol hat mich zum Training gerufen. Du schaffst das, Junge. Der Untertitel war so gut. Sie machen High Five. Sie machen. Hui. Warum haben die so einen riesigen Trainingsraum in ihrem Schiff?
Oder Traumstation oder wo auch immer die sind. Padawan, Zeit für deinen Unterricht. Ja, Meister? Du musst uns erreichen und lass mich nicht warten. Okay. Ich lass dich warten. Tschüss. Ich bewege mich, aber du sagst mir nicht, was ich tun soll, du Arschloch. Du, wenn wir jetzt hier gleich die Order 66 haben und du hier umgeballert wirst, dann heul ich nicht. Das ist dir schon klar, gell? Du bist keine so wichtige Persönlichkeit, dass dich irgendjemand vermissen würde. Was willst du von mir? Rede! Was war daran gut? Ich bin runtergefallen. Ich kann das so oft machen, bis dir die Sprüche ausgehen. Da habe ich auch kein Problem mit. Dann weiß ich nämlich, dass irgendwas falsch läuft. Ich habe Aggression. Was willst du? Rede! Du Assi. Nein. Kann ich an der Wand festhalten? Sag ich nämlich, ich bin dumm. Bitte sag nicht, dass es so funktioniert, wie ich jetzt gerade denke, dass es funktioniert. Wenn ja, dann bin ich dumm. Bitte sag nicht, ich bin dumm. Ich bin dumm! Du bist da drüben und ich bin hier. Deine Definition von fast kannst du dir auswählen. Oh Gott! Unfair! Wow. Echt fies, Commander! Fokussiert! Voll konzentriert hättest du diese Ablenkung vorausgeahnt. Besser, Padawan. Komm zu mir. Ich hab's schon vorausgeahnt, dass als er da stand, dass er auf mich schießt. Wenn ich davon ausgehe, dass hier demnächst eine Order 66 passiert, weil wir schon sehr viel Klone jetzt hier sehen und ich denke, dass es eine Order 66 geben wird. Wir werden mit einer Aufwärmübung beginnen. Doch zuerst haben wir Befehle. Braka ist gesichert. Schon bald rücken wir nach Mygeto aus. Ja. Du musst. Mhm. Meister, seid ihr okay? Irgendwas stimmt nicht. Nein, nein! Was geht hier vor? Warum war der Commander? Padawan, etwas Schreckliches ist im Gange. Die Klone haben uns hintergangen. Deine Fragen müssen warten. Es ist keine Zeit. Wir müssen sofort das Schiff verlassen. Schnell! Zu den Rettungskapseln. Und nimm die Wartungsgänge. Wir haben das trainiert. Erinnerst du dich noch? Ja, Meister. Und was wird aus euch? Ich sorge für Ablenkung und komme dann wieder. Wenn ich bei deiner Ankunft nicht da bin, geh ohne mich. Wir sehen uns auf Braka wieder. Hast du das verstanden? Ja, Meister. Sie kommen. Ich werde zwar die Drucktüren schließen, aber wenn sie dir begegnen, darfst du keinesfalls zögern. Geh. Möge die Macht mit dir sein. Auf wen schießen die? Los! Da ist er! Er schießt ihn! Nein, halt! Opfer. Ich habe ihm noch einen Headshot gedrückt. Oh, die Musik, die Musik, haha! Paul ist unterwegs. Wir brauchen Verstärkung. Ich muss dran ziehen, um durchzukommen. Die scheiß Musik aus, wir sollten keinen Sinn. Alter. Was ist hier los? Können wir den Jedi sehen? Der Kleine ist verschwunden. Sucht überall. Er kann nicht weit sein. Luft wieder aus. Hey, was war das? Haltet die Position. Ich sehe nach. Melde Verluste. Paul hat mehrere Trupps ausgeschaltet. Sofort schießen. Verstanden. Ich versteh's nicht. Was ist passiert? Ja, du musst Episode 3 gucken, um das zu verstehen. Da ist er in den Wartungsgängen. Du bist so ein inkompetenter Junge, mach's halt leise. Ich glaube, hier ist der Turbolift. Danach ist es nicht mehr weit. Halt dich doch fest, Alter. Ich bin schon verrückt.
weiter raus. Ich hab nicht Kontakt zu dem kleinen Padawan. Er ist im Turbolift. Halt die Frasche, du Arschloch. Ich schaff das. Ich darf nur nicht stehen bleiben. Warum geht hier alles kaputt? Schalte den aus. Dann holen wir uns Support. Was machst denn du jetzt schon mit? Padawan, dein Lichtschwert! Tut mir leid, Meister! Weiterklettern, wir treffen uns vorne! Ich hab die Schüsse perfekt abgewehrt, aber du hast alles versaut. Warum geht's, Mann? Warum geht hier alles kaputt? Sind noch mehr Jedi auf diesem Schiff, Stationen oder whatever? Ich weiß nicht, wo die jetzt drauf sind. Oder was ist hier los? Das ist auf jeden Fall gut gemacht, da. Ja. Okay, es hat diese Musik, also muss es gut sein. Das ist... Nein, ich muss reden wegen Copyright. Er braucht die Zeit nicht, der schlägt sie einfach kaputt. Direkt vor uns ist ein Override. Du musst ihn aktivieren, wenn wir fliehen wollen. Ja, Meister. Der Paul sitzt in der Luftschleuse fest. Schickt Verstärkung. Der Paul ist auf der anderen Seite der Tür. Ja, aber er kommt nicht durch. Es dauert so lange, die Türen mit dem Lichtschwert aufzuschneiden. Hört ihr das? Bereit machen! Gott sei Dank hat der hintere gewartet mit dem Schießen. Sturmtruppler ist da. Sturmtruppler, ey. Wir müssen sofort weg. Der macht ja fast schon auf Konkurrenz im Abschlachten von Leuten. Die Türsteuerung! Ich muss reden, die Musik, es tut mir leid. Egal, so viel festiger. Schiffsreaktoren überlastet. Im Schutz der Explosion können wir fliehen. Der Krieg ist nicht vorbei, mein Padawan. Erhalte die Stellung. Warte auf das Signal des Rats der Jedi. Und vergiss nicht, vertraue nur der Macht. Ja, Meister. Padawan. Es ist Zeit für die Ausbildung. Okay. Übrigens, es war ein Kreuzer. Deine Angst kostete mein Leben. Oh ja, er will mich zur dunklen Seite verführen. Oh ja, mach das. Nein, eine Verbindung zur Macht. Ist schon klar, dass du sowieso unsterblich bist, ne? Das ist nicht Sinn der Übung, ist dich zu töten. Ja. Mein Blut an deinen Händen, mein Schüler. Du bist ein Versager. Schwächling. Ein Verräter. Du bist kein Jedi. Scheiße gelaufen, wa? Kaputt? Es ist kaputt.
Das Teil zerbrach. Nutzlos. Tja, shit happens. Nichts. Ja, jetzt bist du ja richtig motiviert. Ah, man, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Idee? Danke. Lass uns verschwinden. Ich kann's nicht erklären. Vielleicht verstehe ich's nicht mal. Ist es nicht nach Plan gelaufen? Ich hab dich ja gewarnt. Lass mich allein. Wie bitte? Allein lassen. Verloren. Und schutzlos in dieser gefährlichen Welt. Niemals. Okay, jetzt ist genug. Wer seid ihr wirklich? Taran Malikos. Ehemaliger Jedi. Genau wie du. Wir haben so viel gemeinsam. Das bezweifle ich. Oh. Wir haben die Auslöschung überlebt. Meine Truppen haben mich verraten. Ich war gezwungen, ihnen das Leben zu nehmen, und dann bin ich geflohen. Zu diesem einsamen Ort. Die Dunkelheit. Sie verschlang mich fast. Aber ich widerstand. Ihr seid der, dem die Brüder der Nacht folgen. Ja. Oh. Aber diese Wilden, sie respektieren allein die Stärke. Und wir wissen beide, die Macht ist eine enorm starke Verbündete. Nein. Nein, ihr nutzt die Macht nur eigennützig, missbraucht sie. Das widerspricht dem Prinzipien. Es sind dunkle Zeiten. Wenn wir nicht gemeinsam kämpfen, werden sie uns verzehren. Ich brauche eure Hilfe nicht. Dein kaputtes Lichtschwert sagt etwas anderes. Du hast da drin was gesehen, oder nicht? Etwas Furchtbares. Es gibt viele solche Orte hier auf Datomir. Komm in meine Familie. Dann lehre ich dich das alles, diese Kraft zu beherrschen. Was für eine Familie, Alter. Komm in meine Familie. Geht direkt in die Vollen. Dann lehre ich dich das alles zu beherrschen. Vertraute Worte, Malikos. Schwester Maren, du solltest lieber nicht so weit gehen. Seit Jahren, sagt ihr, die Jedi hätten das Massaker an meinen Schwestern begangen. Jetzt steht einer vor uns. Und ihr wollt ihn in eure Familie aufnehmen. Damit wirst du leben müssen. Doch es fehlt dir an Stärke, kleine Hexe. Stärke. Ihr seid verrückt, Malikos. Datomir hat euch verwirrt. Und durch meine falsche Loyalität konntet ihr die Brüder der Nacht vom Weg abbringen. Anders als die Jedi legen Schwestern der Nacht von Datomir die ihren nicht rein. Unser Band währt ewig. Deine Schwestern sind tot! Ja. All ihre Gräber umgeben euch. Zeit zu gehen. Ja, sie dreht durch. Ich würde jetzt auch gehen. Sie nimmt irgendwelche Drogen, ja. Närrische Göre. Über diese Kräfte hast du keine Kontrolle mehr. Ihr beide sollt wissen. Bekämpft ihr eine Schwester der Nacht von Datomir. Bekämpft ihr uns alle. Lauf. Oh doch. Laufen, hat er gesagt. Ja. Nichts getroffen, Schnaps gesoffen. Alles, was hier passiert, und einfach weiter und sterben. Okay,
Wir ignorieren einfach alles, was hier passiert und machen weiter und sterben. Okay. Wir ignorieren einfach alles, was hier passiert. Pia! Pia! Grease soll die Mantis da klar machen. Was ist los? Hier hat eine Hundshot-Effekt. Sie verfolgt mich. Oh, oh, und du führst sie hierher? Captain, Start klar machen. Hierher, BD. Er muss natürlich langsam laufen. Was ist passiert? Hast du das Grab gefunden? Das Lichtschwert deines Meisters. Das sieht nicht mehr sonderlich nach dem Lichtschwert deines Meisters aus. Aus dem ist es so ganz kaputt. Es war der Tag seines Todes. Ich sah, was ich tat. Kerl, alles ist zerstört. Ich konnte ihn nicht retten. Kerl, du warst noch ein Kind. Nein. Ich hätte ihm helfen können, wenn ich nur auf ihn gehört hätte. Wenn ich stark und mutig gewesen wäre. Ich hätte ihm helfen können. Ich weiß es. Kerl, du sollst endlich wissen, was mir bei der Flucht vor dem Imperium passiert. Sie brachten Trilla ins Zimmer. Als ich ihre Augen sah, wusste ich, es war meine Schuld. Sie war eine Inquisitorin. Und etwas in mir starb. Ich verlor völlig die Kontrolle. Ich tauchte ab in die dunkle Seite. Und tötete sie alle. Ich verschonte keinen einzigen. Nur sie ließ ich gehen. Viele Jahre konnte ich mir das selbst nicht verzeihen. Ich war ein Wrack. In mir war nichts als Zorn. Ich konnte ihn nicht unterdrücken. Es gab für mich keinen Ausweg. Und ich wollte nur noch sterben. Doch dann erfuhr ich von dem Holocron. Ein Hoffnungsschimmer, dass es eine Zukunft geben könnte, für die es sich weiterzumachen lohnt. Steh auf. Ich kann nicht rückgängig machen, was ich getan habe. Und du rettest auch nicht mehr deinen Meister. Es ist vorbei. Aber Kerl, du musst auch wirklich weitermachen wollen. Und wie? Du wirst hiermit anfangen. Es ist deine Aufgabe, ein neues zu bauen. Ich hab das doch vorher erst editiert. Mein Gott. Er macht's kaputt. Bin ich den gestorben? Elum, ne? Ja, ich wusste es. Schauen wir das nicht anders. Das musste ich sogar noch. Ich hab schon ewig keinen Star gesehen, aber das muss noch nach Elum gehen, um ihre Lichtschwertkristalle zu holen. Kerkas, das ist Snoke. Star Wars Theorie. Allerdings, bevor ich jetzt hier in das Licht gehe, werde ich jetzt mal mein Outfit ändern, weil das geht gar nicht. Und, ja, was passt denn hier? Ne, wir machen hier Monteurs Crew. Und dann nehmen wir mal ganz einfach, nehmen wir mal den hier. Ja, sieht so aus, gell? Ja, fair. Und da würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne ein Like da lassen. Gegen ein Abo würde ich natürlich auch nichts sagen, ne? Also, das soll heißen, sollt mich abonnieren, jetzt. Und dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Video.